als ich jetzt hier zum dritten Gebäude, das ich errichtet habe, das war die Schmiede. Ja, mal kurz untergetaucht. Hier die Schmiede. Die Treppen sind schon wieder abgebrannt, die ich hier mal hatte. Ja, egal, er kann ja hochspringen. Also er hat hier sein, da kann er das Eisen oder Gold oder was auch immer er schmieden will reinlegen, kann es weich machen, man kann auch hier arbeiten. Ja, da kann er auch noch mal was verbrennen, ne? Ne? Das hatte ich hier noch seine einzelnen Kisten. Hier hat er bisschen Eisen drin, hier noch bisschen Gold und Diamanten, wo ich mir übrigens nichts gecheatet habe, weil ich cheate nicht. Werde ich auch nicht machen. Und hier, ja, da habe ich einfach mal irgendwas reingeräumt, was ich mal so dabei hatte. So, jetzt kann man hier hochgehen zu seinem Wohnort. Er hat kein Bett, weil halt. Da haben wir auch noch mal ein bisschen was drin. Ja. Und ein Crafting Table. Und hier muss eigentlich noch Glas reingezogen werden, aber ich hatte keins mehr. Genau. Jetzt geht's weiter zum vierten Gebäude, und hier haben wir noch eine kleine Skulptur errichtet. Moderne Kunst. Haben wir einfach mal gebaut, ne? Ja, ich weiß nicht ganz so, welches das vierte war und welches fünfte. Ich zeige euch jetzt aber erstmal das Bauernhaus, das ich übrigens vor kurzem noch mal ein bisschen Feinschliff, also Inneneinrichtung gegeben habe. Dem ich Inneneinrichtung gegeben habe. Also hier kann man die Tür aufmachen. Hier. Und da Bauern immer ziemlich große Familien haben, bekanntlich, gibt hier ja ein paar Tischlein, die essen dann hier und dann können sie hier draußen einfach beobachten. Da schlafen dann die beiden Eltern und ja, wisst ja, was erwachsene Menschen so machen. Sie schnarchen. Hier haben sie Getreide geerntet, hier von dem Feld. Jetzt kann man hier die Treppe hochbauen. Nicht Treppe hochbauen, die Leiter hochgehen. Ja, und die acht Kinder müssen sich zwei Betten teilen. Inzest. Nein. Ich hatte bloß keine Betten mehr. So, jetzt sehen wir hier das Feld von der Familie. Da war mal Weizen, aber war zu faul, den mal wieder anzubauen. Weil das können wir eigentlich gleich mal. Nein, egal. Ja, und hier haben sie ihren Bambus. Ja, kann auch mal drauf gehen. Können wir mal abernten. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Na, egal. So. Und dann haben sie hier unten noch, weil die haben ja ziemlich viel Lebensmittel. Und bis sie verkaufen, dürfen die natürlich nicht schlecht werden. Und da wir nicht mehr im 16. Jahrhundert leben und nicht alles pökeln müssen. Salz wäre eigentlich noch eine gute Idee für Minecraft. Muss ich dem Notch mal sagen. Auch wenn ich ihn nicht kenne und auch nie kennenlernen werde. Ja, hier haben wir ein paar Kisten. Das ist die Kühlkammer, also sowas wie ein Kühlschrank. Und da tut er natürlich Erde rein. Und Paper. Und da drüben ist der Gefrierschrank mit Schnee. Leider gar nichts drin. Ja, die coolen neuen Animationen dafür, dass die Kisten aufgehen. Ja, finde ich richtig cool. Also 1.8 ist schon genial. Ciao. So, hier bin ich wieder. Jetzt die zweite Folge schon von diesem Let's Play. Da hinten habe ich einfach mal, das war übrigens mein erster Versuch mit Redstone zu bauen, da hinten. Ja. Lacht mich bitte nicht aus dafür. Es war der erste Versuch. Und ja, ihr seht jetzt da wahrscheinlich dieses Nether-Tor, Nether-Tor. Und ihr denkt euch jetzt, ist der blöd? Warum setzt ihr das einfach da rein? Da können doch die Monster raus und dann können sie hier rumschweben und rumscheißen. Nö, ich bin halt hierher gekommen, habe mir hier diesen Land angeschaut, das ich mir gekauft habe. Und dann sehe ich hier hinten, ist das ein Nether-Tor? Und das war ein Nether-Tor. Und ich habe das nie errichtet hier, ich habe ein anderes errichtet. Besser versteckt. Da habe ich mich natürlich gewundert. Ja, es war wahrscheinlich der gute Herobrine. Vielleicht. Und das war einfach bloß ein Bug.
So, ist das wieder ganz schön lautes Tor. Hier sieht man da hinten auch noch die Technik. Das war richtig schlecht gemacht. Das ist aber mein erster Versuch. Hier kann man Licht an, Licht ausschalten. Das ging auch mal, aber da ist irgendwie eine Fackel abgebrannt und dann ging das irgendwie nicht mehr. Und ja, das könnte man eigentlich in die Luft sprengen, hat man aber kein Dings dabei. Also geht's nicht. Können mal ganz schnell in Neta gehen, wenn wir schon hier sind. Wobei ich da eigentlich nichts errichtet habe. Sollen wir hier. Ich habe ziemlich scheiß Netherpunkt, weil ich hier oben immer irgendwie runterkommen muss und da verreckt man meistens. Muss man immer mit Kies sich da runter im Weg legen. Ja, hier zwei Kakteen. Das Coole ist ja, jetzt kann man sich ja, wenn man in Neta ist, kann man ja ganz einfach, wenn man einen Baum haben will im Neta, damit es schöner aussieht, aber es geht nicht, weil der wächst nicht, wegen zu wenig Wasser, kann man ja einfach ein Holzstück hinmachen, also ein Baumstück, und dann kann man da ja einfach, aua, kann man da ja einfach, ja, hier war mal ein Lavafall, kann man ja einfach die Blätter machen, die man jetzt abernten kann. Und wenn die natürlich an einem dran sind, dann bleiben die so und dann hat man dann schön einen Baum. Und hier ist mein richtiger Netherpunkt eigentlich. Schön weit unten versteckt, zwar nicht gut gesichert, aber wenigstens versteckt. Auch wenn die Monster jetzt hier hochkommen, normalerweise. Und die können keine Leiter hingehen, soweit ich weiß, könnte bloß dieser komische, der da immer rumschießt mit seinem TNT hochkommen. Können die da alle in die Lava rein, mache ich jetzt nicht. Hier hinten habe ich einen Spawner gefunden. Ich glaube, es war ein Zombie-Spawner. Ich habe sowieso für so viele Spawner gefunden. Ich habe 10 Stück oder so gefunden. Und der Walkür hat ewig lang keinen gefunden. Er war immer voll neidisch auf mich. Ja. Aber dafür hat er mal ganz schön viele Diamanten auf einmal abgeräumt, wenn ich das mal so sagen darf. Wie viel waren es? 1,5 Stack. Ich weiß nicht mehr genau. Und das war nicht gecheatet. Das war in einer riesigen Höhle. Und in jeder Ecke ungefähr war eine Diamantenader. Und dann kriegt man ja immer ein paar Diamantchen. Mal hier wieder hoch. Ja. Und es ist Nacht. Ziemlich scheiße gerade. Und dafür entschuldige ich mich jetzt auch. Das war nicht so geplant. Denn hier in der Nähe habe ich jetzt erstmal kein Bett. Ihr müsst jetzt aber auch nicht sehen. Hier hinten ist eh schon wieder mein Dorf. Ihr müsst jetzt nicht viel sehen. Deswegen gehe jetzt erstmal schlafen, weil mich regt das selber immer auf. Wenn andere dann alles zeigen, aber man nicht sieht, weil es dunkel ist. Weil ich sehe recht gut, aber ich weiß, dass man bei auf YouTube dann ziemlich wenig sieht. Deswegen, ich könnte ja sprinten, gibt es jetzt halt 1,8. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay. Genau. Und jetzt geht es zum letzten Gebäude, nein, zum vorletzten Gebäude in diesem Dorf. Auch dann ein etwas älteres. Also das zweitneueste Gebäude, zeige ich euch jetzt.